Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Little Dwangs Café. Wir haben im letzten Part eine Hexe kennengelernt, die nicht mehr hexen kann, leider. Also sie kann nicht mehr zaubern. Und deswegen ist sie hier geblieben. Und wo ist sie denn? Da kommt sie. Sie sieht sehr durch den Wind aus. Ich glaube, das liegt am Look. Ja. Alles gut. Brauchst du nicht anmeckern. Sie ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Bisschen zerfleddert und so, aber... Die ist ein bisschen durch den Wind. Ja. Ruf des Kaffees müssen wir verbessern. Haben wir jetzt. Wir verbessern unser Ruf andauernd. Immer wieder, immer neu, immer weiter, immer besser. Immer besser. Das wird einfach immer besser mit unserem Kaffee. Ich frage mich ja, wann wir da oben mal hochkommen. Das wird schon die ganze Zeit uns angeteased. Muss ja mal irgendwann so sein. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel geht, ne? Also kein Schimmer. Also, ich weiß ungefähr die Länge vom Spiel. Ich weiß auch nicht, wie viel man machen muss. Ups, da will ich hoch. Also wie viele Kapitel das Spiel hat, das meine ich. Ich weiß nur die ungefähre Durchschnittslänge der Spieler. Also ungefähr so 32 Stunden ungefähr ist die Spielzeit von diesem Spiel. Aber ich weiß halt echt nicht, was man alles machen kann. Also was man als im Spiel machen kann und was da auf uns zukommt. Ne? Da habe ich mich ja nicht gespoilert oder so. Gespoilt. Dementsprechend. Ja. Ach, heute dürfen wir 100 Mal abernten, sonst nicht, ne? Schade, dass wir die Pilze nicht mitnehmen können. Ja. Ja, haben oder nicht haben, Yaki-Brust, ne? Können wir hier hinter? Ja, wir können hier hinter. Und da ist sogar was. Obst und Gemüse, Rezept 3. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich finde, die haben das Spiel aber auch sehr abwechslungsreich gemacht, ne? Ich sehe hier kaum sich wiederholende Bäume direkt nebeneinander. Also sehr, sehr abwechslungsreich. Dann habe ich diesen Schatz hier ja quasi übersehen gehabt. Gut. Auf zum Meckern. Ich glaube, das ist sehr aggressiv. Können wir da eigentlich runter? Das habe ich mich schon mal gefragt, glaube ich, ne? Nee. Da müssen wir irgendwie von der anderen Seite hin, ne? Müssen aber auch gleich wieder zurück. Also weit können wir nicht. Was mir ein bisschen stört, ist halt dieses Flackern jetzt, ne? Weil sich über irgendwelche zwei Texturen sich überlappen. Denke ich zumindest, dass das so ist. Aber naja, was wir machen. Schade ist auch die Ladezeiten, ne? Auf der Switch und so weiter, die sind halt echt heftig. Das mindert halt schon den Spielspaß. Na klar, einige können jetzt sagen, von wegen ein seltener Ohrlappenpilz. Einige können vielleicht argumentieren, ja, aber so schlimm ist das nun auch nicht, weil dann lädt das halt ab und zu mal. Das Ding ist halt, aber es mindert aber so extrem den Spielspaß, dass diese langen Ladezeiten, ne? Das ist halt das Heftige. Weil man für jede Aktion ewig warten muss. Billy, geh endlich an die Arbeit. Oh nein, Ipanema, bitte. Ja, erzähl mir mal, dass das ein Mensch ist. Wie armselig. Weißt du, all die Arbeit, von der er sich drückt, kann mit Magie erledigt werden. Das anzusehen ist ärgerlich. Celis, du musst verstehen, wir, die wir nicht zaubern können, haben unsere eigene Art, Dinge zu erledigen. Hm? Sieh mal da. Die Bestellung ist fertig. Gut, alles klar. Ach, wird sogar für ihn hingebracht, Alter. Sonst muss man es immer abholen. Hey, danke fürs Warten. Hier deine Bestellung. Der Typ sieht sehr begeistert aus. Siehst du? Es ist vielleicht anders, als du es kennst, aber ich verspreche dir, es macht auch Freude. Warum versuchst du es nicht mal? Ich soll das versuchen? Andererseits, nachdem ich nicht mehr zaubern kann, bin ich nicht besser als ein Mensch. Also,
Ich weiß nichts darüber, wie Menschen leben. Vielleicht bin ich sogar schlechter als ein Mensch. Besser, schlechter, das sind negative Gedanken, die in deinem Kopf nichts verloren haben. Stimmt's? Sich mit anderen vergleichen raubt dir jede Freude. In dieser Welt spielt es keine Rolle, wer besser oder schlechter ist. Verstehst du? Dieser dumme Ork hat ja keine Ahnung, was es heißt, seine Freude zu verlieren. Porgamentum AR Momentum. Abfallding, lege eine heiße Sohle hin. Sinnlos. Oh. Tragisch, tragisch. Oh, kommen schon die Gäste. Oh, richtig, ich habe heute viel Klicklerkreis bekommen und will dir einfach was abgeben. Danke. Das ist halt aber so kann es auch weitergehen, ne? Ich glaube, solche Gäste hätte jedes Restaurant gerne. Jede Gastronomie. Gäste, die jetzt die Zutaten mitbringen. Hier, bitteschön. Könnt ihr benutzen. Oh, danke. Auf jeden Fall. So kann es gerne weitergehen. Ipa, nehmen wir. Oh, bitte. Ey, die ist wütend. Die putzt. Dann werde ich auch gleich wütend. Mensch. Das sind tolle Neuigkeiten, ja. Ich habe Rezepte gefunden. Sehr gut. Da kommt schon der nächste Gast, habe ich gehört. Nee, gar nicht. Warte, sie sind fertig. Zwei Gäste heute? Das ist doch nicht wahr. Als wenn es das Spiel absichtlich vom Fortschritt abhalten will. Mann, Mann, Mann. Warte mal. Kam da ein Gast gerade? Ich habe irgendwie die Tür gehört. Nee, okay. Gut, dann ich koch mal was. Können wir irgendwas Hochwertigeres auf die Karte packen? Da muss ich mal gucken. Haben wir lecker mit Erdnusssoße? Sagt die Brust. Ja, nee. Kartoffelsalat. Da habe ich glaube zu wenig Kartoffeln. Hier können wir was Besseres draufpacken. Wir haben davon 24 gekochter Magen. Passt doch. Ja, ein normales Ei müssen wir nehmen. Aber hier haben wir Sojasauce. Mal gucken, wie gut es ankommt. Wenn das eine gute Sternewertung hat, dann können wir das ja auf die Karte setzen. Oh Mann, ey, ich liebe den Song. Was? Was kommt nicht so gut an? Ja. Immerhin besser, immer besser, ja. Gut. Sehr gut. Ich werde jetzt mal ganz kurz in die dritte Etage gehen. Vielleicht hat die Katze ja gezeigt, wir sollen in ihr Zimmer gehen und da den Zauberstab aufheben. Man weiß ja nie bei diesem Spiel. Aber wie ihr wisst, sicherlich hat das Spiel ja seine Schwächen, ne? Ja, weil wisst ihr ja, habt ihr ja geschrieben. Ihr seid ja nicht doof. Aber es ist trotzdem sehr charmant, ne? Der Arzt halt täuscht über die paar Schwächen hinweg und, es ist ja halt ein Spiel. Es ist ja kein Zwischensequenz-Angucker, ne? Sag ich mal. Und dementsprechend muss man ja was zu tun haben. Auch wenn es teilweise manchmal lange gehen kann. Habe ich was zu essen dabei? Mal kurz gucken. Ja, ich habe noch das dabei. Das können wir Ihnen auch gleich geben. Wir gehen jetzt nochmal bis 16 Uhr. Gehen wir nochmal, also bis zum Nachmittag gehen wir jetzt nochmal auf Erkundungsfarming. Wann wir wohl die nach oben vernichten können? Weil vielleicht habe ich jetzt noch... Ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Also dann bleiben wir hier mal in der Gegend. Zutaten brauchen wir immer.
Und jetzt kriegen wir seltene Zitronen. Kann man auch nicht genug haben. Ja, die Zeit vergeht hier viel zu schnell teilweise. Man kann gar nicht richtig erkunden. Weil wenn man einmal da hinten ist, da muss er ja auch schon fast wieder zurück. Das nervt mich ein bisschen. Man kann sich nicht genug man hat nicht genug Zeit, sich umzuschauen. Weil der Laufweg immer so lang ist. Gibt es irgendeine Abkürzung? Das würde mich mal interessieren. Oh, ein grünes Ei. Ja, wir haben gerade schon viel von den Viechern hier, ne? Gut. Komm bei diesem Mistwetter Gäste. Also was heißt Mistwetter? Bei der Uhrzeit noch. Ja, Danzi ist nett, ne? Warte, Danzi, warte. Ich hab Danzi, warte. Hier, bitte. Gönn dir. Schmeckt. Yeah. Ja, da kommt schon der nächste, okay. Was hast du vor? Ich wollte gerade putzen gehen. Lass mich doch durch. So. Es ist doch nicht sehr viel los. Guten Tag. Du hast auch was Leckeres bestellt. Was isst du denn da? Diese Speise, pfannengerührtes Gemüse, ist ziemlich gut. Ich überlege, einen Nachschlag zu nehmen. Wenn ihr es denn auch mal nehmen würdet. Na gut, er holt das schon ab. Hat das nicht gewundet? Das verstehe ich nicht. Lässt du mich dann durch, bitte? Ich mach schon. Du kannst hier Spitzkopf Larry seinen Teller nehmen. So. Das war's auch schon, ne? Ja, das war's mal heute mit den Gästen. Dann ist ein wenig gewachsen. Ja. Das ist er. Hast du zufällig was gefunden? Krokette. Können wir die schon machen? Da stand ja nicht Rezeptteil, sondern... Ja. Kartoffeln? Universalmehl und... Ab geht die Luzi. Wir haben echt wenig Kartoffeln, ne? Echt wenig Kartoffeln. Okay. Eher süß. Na dann. Süße Kroketten sind nicht unbedingt mein Fall. Danzi? Der ist schlafen gegangen. Gut, dann gucken wir uns mal unser Fazit an. Ne? Fazit des Tages. Geh nicht in diesen Wald. Ich hörte, dass dort gruselige Monster lauern sollen. Schaurig. Ich würde ja gerne in den Wald gehen, aber ich darf nicht. Weißt du, was ich hasse? Diese weichen, blättrige Textur von Speisen wie Süßkartoffeln. Igitt. Ja. Kann ich verstehen. Total widerlich. So. Heute waren nicht sehr viele Gäste da. Aber es wird... Oh Gott, ist das Wetter. Meine Güte, kommen wir voran. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt in den Wald. Danzi, wir gehen jetzt in den Wald. Ne? Ich habe Speisen da. Da muss es irgendwie noch was geben. Alle labern immer von, geh nicht in den Wald. Der Wald ist gefährlich. Der ist... Warum? Was? Weshalb? Was ist denn los? So gefährlich kann ich mir das nicht vorstellen. Wir gehen jetzt auch direkt mal in die Früh los, damit wir auch genug Zeit haben, da mal zu gucken, was da los ist, ne? Geh nicht in den Wald. Anscheinend gibt es da vielleicht sogar ein wichtiges Event. Irgendwas Wichtiges wahrscheinlich. Also, ich kann mir gerade nichts anderes vorstellen, weswegen die immer vor dem Wald erwähnen. Lucola erwähnt den Wald. Der Alte erwähnt den Wald. Vielleicht sollt ihr auch mal nachts hingehen. Nachts im Wald.
Also das hier ist Wald. Ja, das sehe ich, aber... Was hast du da? Eine seltene Kartoffel, das hilft mir jetzt nicht unbedingt weiter. Ich brauche nicht seltene Kartoffeln, ich brauche viele Kartoffeln. Meint sie das da? Ja, das ist immer das Dumme. Ja, das ist halt so dämlich. Wie soll man die denn jagen? Danzi! Die kann man halt nicht jagen, weil die halt unsere Speisen klauen. Also das hier ist ja schon nicht Wald. Das ist ja schon ein komplett anderes Gebiet. Hier hoch kann man nicht. Da ist auch was. Ich versuche es mal alles daran zu setzen, mal da hinzukommen. Ja. Müssen wir, glaube ich, einmal rum. Und irgendwie... Ja, das ist ja ein bisschen Weg, ne? Tut mir ja leid, Leute, aber das ist ein bisschen Weg. Und jetzt kommt man doch nirgendwo hoch. Da ist ja alles dicht. Aber vielleicht, wenn wir einmal hier rumgehen. Ich versuche mal vor 12 jetzt nochmal da hinzukommen. Die Zeit vergeht halt viel zu schnell im Spiel. Viel zu schnell. Habt ihr mal Animal Crossing gespielt? Das ist ja im Vergleich dazu ja ganz was anderes. Ne? Da vergeht die Zeit ja viel zu langsam. Sind wir hier schon mal rübergegangen? Ja, guck mal hier hinterm Stein. Guck mal da. Warmer, heißer Topf. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Eine Litschi. Schmeckt das gar nicht. Also von Litschis bin ich ja absolut kein Fan. Sogar hier aus dem Müll. Müllloch. Gut, nach Hause. Und gestern ist schon da, So, die mögen alles super. Bitte schön. Ey. Hackt's bei dir? Da muss man erst auf die Idee kommen, weißt du? So, hier. Wow, die Krokette ist aber echt gut. Gehen wir zum Drachen. Ich hoffe, es hat geschmeckt, du Furie. Du Troller. Ey, hast du ein Rezept gefunden? Ja, oh, Gemüse und Bohnen. 4 Rezepte. Yes. Es ist so wichtig, mit unserer Schwester zu sprechen. Unfassbar. Chili con carne. Sammel 4 Zettel, bringen sie mir. Setz es auf die Karte, schwing den Kochlöffel. Boah, Chili con carne, ne? Ey, boah, da hätte ich jetzt mega Bock drauf. Ich glaube, das werde ich mir die Tage machen. Oh, ich glaube, ich werde mir die Tage machen. Aber wie ich mir das jetzt machen werde, die Tage. Miko, warum putzt du mein Zimmer? Ah, verstehe. Mach weiter. Wie verstehe? Du hast da dein Spielzeug vergessen. Was? Das war im Abfall? Ja, es ist ein Zauberstab. Und nein, ich habe ihn nicht fallen lassen. Ich habe ihn weggeworfen. Warum siehst du mich so an? Entschuldigung, Leute, aber das...
Mach einfach weiter und bring sie weg von hier. Du bist so mühsam. Du verstehst überhaupt nichts davon, Mensch. Ich will ihn nicht. Hast du nicht aufgepasst? Nichts passiert, wenn ich ihn schwinge. Hab sogar verschiedene Zauber probiert. Es ist nur ein dummes Stück Holz, meinst du nicht? Aber es sieht toll aus und er scheint Kräfte zu beschwören, wenn man ihn hält. Schätze aber, er hat ein schönes Muster. Nein. Das muss auf jeden Fall sein. Das obere, ne? Ist netter. Red nicht mit mir, als würdest du wirklich etwas davon verstehen. Du weißt nicht mal, was er wirklich wert ist. Woher denn auch? Wie auch immer, wenn du ihn willst, kannst du ihn haben. So. Ey, Mikko, widerliches Essen ist völlig unakzeptabel, wenn ich hier bleiben soll. Ist ja gut. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ich mag scharfes Essen, das einen so richtig ins Schwitzen bringt. So süße Sache esse ich nicht. Alter, wir müssen ja Chili con Carne jetzt mal raufpacken auf die Liste, ne? Jammer doch nicht. Wir kochen jetzt Chili. Dann hier deutlich Hindernis aus mir geräumt, das ist super. So. Da. Cowboy-Gericht aus Fleisch und Bohne mit Chili-Schärfe. Kidneybohnen, klar. Wir packen mal Sahnesoße drauf, komm. Das gibt der Chili-Soße immer noch eine schöne Färbung. Also Chili con Carne ist wirklich eins. Würde ich auf meine. Ist auf jeden Fall in meiner Platz 10 von meinem Lieblingsessen. Gut, packen wir mal rauf. Können wir was irgendwas wegpacken? Ja, Spiegelei zum Beispiel, ne? Haben wir es? Wo ist das? Da. Uiuiui, das ist bestimmt richtig lecker. Aber wieso sehr süß? Wegen der Sahnesoße wahrscheinlich, ne? Sahne ist ja gleich süß. Dabei ist Sahne eigentlich voll geschmacklos. So. Also dazu muss auch mal gestreichelt werden, ne? Gut, weit können wir jetzt nicht kommen. Weit werden wir jetzt nicht kommen, weil wir um 16:04 wieder zurück müssen. Dim. Glänzende Orange. Wir brauchen aber jetzt mehr Sahne. Wir müssen jetzt nochmal dahin, wo Sahne ist. Also nicht um 16 Uhr meine ich. Wenn sobald, na, ihr wisst Bescheid. Sobald die Gäste wieder kommen. Dann zieh auf zu jammern, du kriegst gar was zu essen. Ist gut. Wir brauchen mehr Sahne. Und Kidneybohnen. Wobei wir eigentlich jetzt kaum Zeit dafür haben. Nee. Wir haben keine Zeit dafür. Hier, bitteschön. Ess. Wir haben keine Zeit dafür. Wir müssen da auf jeden Fall öfter jetzt hin. Und öfter machen, tun und so. Wo warst du denn? Warst du da oben drauf? Ja, ist doch gut. So. Dann ist ein guter Drache. Wunderbar, wie das Tier mich und meinen unwiderstehlichen Charme erkennt. Wenn du meinst. Ich liebe würzige Speisen, die dich ins Schwitzen bringen. Freut mich. Du redest auch dasselbe, ne? Bist so begeistert davon, dass Danzi Sachen aus dem Weg räumen kann, ne? Mein Helm ist so heftig, ey. Was, mein Helm ist jetzt berührt? Oh, ich bin im siebten Himmel. Es ist Sturm draußen. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Die Gäste bleiben aus. Oder... Wer bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Und die müssen wir jetzt auch begeistern. Wehe, du kochst jetzt nichts Gutes. Was hat er bestellt eigentlich? Ich weiß es nicht.
Sehen wir mal. Was hast du bestellt? Ja, okay. Kann man machen. Es ist windig draußen, würde ich nicht zu weit weggehen. Das kann gefährlich sein. Dann sind wir nicht größer als mein Hund, wie? Wette, dein Drache hält sich jetzt für ein großes Tier. Und dieser Speise, pfannengerührtes Gemüse, möchte ich gerne mehr essen. Stammgast, er ist das erste Mal hier, er lügt das Spiel. Hey, Rimo, du bist ganz verlegen, was? Siehst süß aus, was? Danke, darf ich mal hier, danke. Sie ist am Putzen! Das gefällt den alten Herrn nicht. Hör auf! Was soll ich tun, damit ich nicht wütend werde? Wie schon oft gesagt, werd einfach nicht wütend. Versuch immer neutral bei der Sache ranzugehen. Ich bin immer böse. Wo bist du eigentlich schlafen? Die ganze Welt ist von meinem Kochkünsten begeistert. Ja, die ganze Welt besteht aus 8 Personen. Ja gut, ne? Dann. Alles gut? Damit kannst du Zauber wirken. Ist auch leichter als mein Stab. Ja, okay, wir wissen, was du magst. Ist es wirklich stürmisch draußen? Warte, ich muss mal kurz mal rausgehen. Weil der Wind haucht, ja. Ich muss mir das mit eigenen Augen ansehen. Unsere Gäste sind sehr zufrieden, das glaube ich. Also vom Wind merke ich jetzt nicht unbedingt viel. Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich nicht wecken. Vom Wind merke ich nicht viel. Ich höre ihn nur. Wahrscheinlich ist er über uns. Ja, dann würden wir sagen, gehen wir schlafen, ne? So. Heutiges Ergebnis. Die Rückmeldung, die Kunden sind sehr, so zufrieden. Nicht sehr Rezepte, 2 komplette Rezepte, 1. Also der Tag war doch mal schön ordentlich, ne? Wir haben 9 Kunden heute gehabt. Das waren das echt zu viele. Wieso wurde kein Chili con Carne bestellt? Erzähl mir doch nichts. Frech. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.